Sterbehilfe, ein Thema, was sich ab 2022 durch eine gesetzliche Änderung auch in Österreich ändern wird. Sterbehilfe gibt es in aktiver Form. Das heißt, es wird ein Medikament verabreicht, was auf Wunsch des Betroffenen verabreicht wird und zum Tod führt. Derzeit noch verboten. Wird auch weiterhin verboten bleiben. Die passive Sterbehilfe wird jetzt schon praktiziert. Auf Wunsch bei einem Patiententestament keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr fortzusetzen und letztlich damit den Tod herbeizuführen. Die indirekte Sterbehilfe ist auch schon mehr oder weniger Usus, Gewohnheit geworden, indem man gewissermaßen bei Schwerstkranken durch die Verabreichung von Medikamenten die Nebenwirkungen, die zum Tod führen können, in Kauf nimmt, beispielsweise schwerste Schmerzmedikamente, Morphine, die die Atmung dämpfen. Und dann die Sterbehilfe, die gewissermaßen auf Veranlassung des Betroffenen, eigentlich ein assistierter Suizid, könnte man sagen, ist, indem man dem Mittel beschafft, die er sich selbst nimmt, einnimmt und dann sich damit tötet. Diese Form wird in Österreich 2022 legalisiert. Es ist ein neuer Schritt in eine Richtung, die die Selbsttötung als Selbstbestimmung formuliert. Das ist immer schon eine Diskussion gewesen bei Suizid. Ist es nur krankhaft? Kann es auch bei Menschen vorkommen, die gesund waren? Ist das sogenannte Hand an sich legen das gute Recht des Menschen, der eine Selbstbestimmung haben sollte, wann sein eigenes Leben beendet wird? Es gibt Gegner wie Befürworter. Gegner, es ist zum Beispiel die Kirche, Befürworter, verschiedenste Gruppierungen, die einfach die Unabhängigkeit des Menschen von Fremdbestimmungen haben will. Nun, ich möchte Ihnen aber auch ein paar kritische Punkte davon berichten. In den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg ist Sterbehilfe bereits legalisiert. In manchen Ländern auch bei psychischen Erkrankungen, so zum Beispiel in den Niederlanden. Das ist natürlich eine ganz heikle Angelegenheit. Ich werde Ihnen einen Fall erzählen, wo Sie vielleicht ein bisschen nachdenken, wie das für Sie wäre. Eine betagte Frau, um die 70, möchte in keiner Weise so enden wie ihre Mutter. Die ist an Demenz erkrankt und war jahrelang ein Fall für eine Pflege, in einem Pflegeheim aufhält, die völlig umnachtet, hat niemand mehr erkannt. Und sie legt mit gesundem Menschenverstand, ohne psychische Beeinträchtigung fest, sie möchte, wenn sie an Demenz erkrankt, nicht mehr leben und bittet um Tötung. Diese Frau lebt einige Jahre noch gut und wird tatsächlich dann dement, erkrankt an Demenz. Man gibt sie in eine Pflegeinstitution. Jedes Mal, wenn ihr Ehemann sie besucht, freut sie sich unglaublich. Sie weint bitterlich, wenn er geht. Sie ist dort unauffällig. Und wenn man sie fragt, wie es ihr geht, dann sagt sie eh nicht so schlecht. Wenn man sie fragt, ob sie weiß, was Demenz ist, fängt sie mit diesem Begriff nichts an. Wenn man sie fragt, wie das ist, wenn das Gedächtnis nachlässt, sagt sie, es wird ihr schon besser. Wenn man sie fragt, ob sie sterben möchte, sagt sie als Demente nun, ja, wenn ich krank werde, jetzt noch nicht. Man könnte sich fragen, hat diese Frau jetzt noch eine Entscheidungsverfügung über ihr Leben oder gilt das, was sie damals mit gesundem Verstand beschlossen hat? Die Geister scheiden sich hier. Tatsache ist, das ist ein Fall, der vorgekommen ist, dass man entschieden hat, diese Frau zu töten auf ihren Wunsch hin, im damaligen Zustand, wie sie das verfügt hat und gemeint hat, dass, wenn sie an Demenz leidet, nicht mehr imstande ist, klar zu entscheiden. Das hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande entschieden, weil die Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die Ärztin erstattet hat,
die das tötende Medikament dieser Frau verabreicht hat. Da sind einige auch Zwischenfälle erstaunlicherweise passiert. Man hat dieser Frau bei der Tötung zunächst ein beruhigendes Medikament gegeben, dass sie das nicht mitkriegt, ist sie mittendrin aufgewacht. Dann hat man ihr noch ein Medikament gegeben, um die Atmung stillzulegen. Und vorher wollte man noch ein Medikament spritzen, um sie noch ruhiger zu machen. Hat sie sich nicht spritzen lassen und ist letztlich mit Gewalt dazu gebracht worden, ihren seinerzeitigen Wunsch durchzuführen. Das haben Leute zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft hat diese Ärztin angezeigt wegen Mordes. Der oberste Gerichtshof hat befunden, dass diese Frau im Zustand der Demenz nicht mehr entscheidungsfähig war. Sie hat Wesentliches nicht mehr erkannt, das, was sie früher festgelegt hat. Wir können uns natürlich fragen, wozu ist ein dementer Mensch noch imstande? Wir wissen, dass Gefühle wahrgenommen werden können. Hätte man respektieren sollen, dass sie sagt, sie will noch nicht sterben, dann, wenn sie krank wird, obwohl sie schon krank war? Oder wie sollte man damit umgehen? Das wird irgendwann auch auf uns zukommen, diese Entscheidungen zu treffen, nämlich dann, wenn es auch erlaubt ist, wie es in den Niederlanden schon erlaubt ist, dass man Sterbehilfe auch bei psychisch Kranken anwendet.